Macht der Medien, Musik, die okkulte Agenda, Mind Control und sie sind doch in unseren Köpfen. Was mir damals aufgefallen ist, war, dass ich mit Musik die Menschen manipulieren konnte. Da hat Musik, glaube ich, einen extremen Einfluss drauf, wie die Jugend sich verhält. So. Voodoo, Haiti. Der hat ein bisschen zu mies recherchiert vielleicht. Muss man schauen, dass in der Musikindustrie etwas vor unseren Augen durchgeführt wird, nämlich okkulte Rituale. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust agieren und zügellos und lustvoll leben. Das ist halt das Gegenteil von Spiritualität quasi, ne? Das ist das Gegenteil vom Göttlichen. Das ist Ego-getriebene, Fleisch-getriebene, Materialismus-getriebene. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tu, was du willst, soll dein ganzes Gesetz sein. Übrigens, JC hat eine Klamottenlabel rausgebracht, das genau das Do what thou wilt. Nein. Jetzt schauen Sie sich mal bitte das Cover genau an. Oh shit. Und er steht auf einem Freimaurer. Jetzt sind wir richtig da, meine lieben Freunde. Habt ihr die Aluhüte draußen? 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Okay, Schweißfleck ist in the building. Lange ist es extrem heiß. Egal, wir lassen uns natürlich nicht lumpen und gehen trotzdem jetzt rein in den Peter. Let's go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und dem ganzen Love-Stream natürlich. Oben in der Ecke sind die Herzen am Start. Und zwar werden wir jetzt mal wieder auf ein Video reagieren. Wir hatten ja vor ein paar Monaten auf den Vortrag reagiert, die Macht der Medien, Teil 1. Und jetzt gibt es noch einen zweiten Teil, den wir hier haben. Und da geht es um Musik. Das Video heißt Macht der Medien, Musik, die okkulte Agenda, Mind Control und sie sind doch in unseren Köpfen. Also allein der Titel ist schon sehr, sehr wild. Ist auf jeden Fall so weit, dass die Aluhüte ausgepackt werden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Schön ein, zwei Lagen Alufolie über den Kopf wickeln und dann würde ich sagen, können wir reingehen in den Peter. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und los. So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum Macht der Medien. Ich hoffe, Sie konnten jetzt ein bisschen... Herzlich willkommen, mein Jutzer, ich bin gespannt. Ein Teil gedanklich ruhen lassen, ein bisschen aufarbeiten. Es sind bestimmt noch einige Fragen da. Wie gesagt, nach dem zweiten Teil können wir uns gerne nochmal zusammensetzen. Um die Der ist auf jeden Fall schon mies in der Recherche, ich kann das schon mal vorweg sagen. Also der ist auf jeden Fall schon ein Bruder, der mies in der Recherche drin ist. An der einen oder anderen Stelle manchmal ein bisschen so in Filme reingeht, ein bisschen übertreibt, glaube ich. Also für mein Empfinden auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir uns das mal rein, gucken mal, was für Infos hier rübergegeben werden. Musikindustrie, sowieso so eine Geschichte, die mich interessiert. Und ich glaube auch, dass über Musik schon sehr viel auch gesteuert wird. Musik, Filme, Hollywood, Unterhaltung generell. Und deswegen ist das schon interessant. Durchgehen. Und ich möchte jetzt gern den zweiten Teil mit Ihnen durchgehen, wo es speziell um die okkulte Agenda der Musikindustrie geht. Wir haben ja vorhin von Walt Disney gesprochen, über den pädophilsten Club, den es gibt. Wir haben auch darüber gesprochen, welche okkulte Hintergründe diese Film- und Fernsehindustrie hat, gerade auch im Bereich der Medien, besondere Verwerbung. Und so sehen wir auch, dass Walt Disney selbst mit den Musikstars eine große Abhandlung hat. Disney ist auf jeden Fall schon ein dubioser Laden, ne? Wer sieht das auch so? Eine enorm große Abhandlung hat. Ich selber war 6 Jahre lang DJ in eines der angesagtesten Clubs in Stuttgart. Was war denn nicht alles, Digga? Der hat Medien irgendwas studiert, der war DJ, Bro. In einem der angesagtesten Clubs in Stuttgart. Wie hieß der Laden nochmal in Stuttgart, der eine? Ah, Perkins Park? War das Perkins Park, Digga? Ich glaube schon. Und... ich habe damals mein Studium finanziert damit. Und was mir damals aufgefallen ist, war, dass ich mit Musik die Menschen manipulieren konnte. Das wusste ich damals noch gar nicht so real gesehen. Ja? Aber das Interessante war, wenn der Nachtkoordinator bei mir an der DJ-Kanzel anrief und sagte, ey, Thomas, hinten die Powerbar. Ja, safe, man. Man kann definitiv mit Musik auch ein bisschen so die Vibes im Club koordinieren, nenne ich es jetzt einfach mal so. Damals, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber zu meinen Zeiten, wo ich damals noch feiern gegangen bin, gab es auch dieses Crunk, ja, dieses Lil Jon und Eastside Boys und Pastor Troy und so, das war Crunk und wenn diese Musik gekommen ist, dann hat man sich auf den Tanzflächen rumgeschubst und teilweise wirklich harte Dinger verteilt und so, das gehörte dazu.
Das war wie ein Affenzoo, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Die ganzen schwitzenden Männer. Und da wurde auch vorher vom DJ so eine Ansage gemacht. Alle schwachen Leute und Frauen jetzt runter von der Tanzfläche, dies, das, bla, bla, bla. Und dann kam Crunk, Dirty South, Bro. Und dann sind wir raufgegangen. Dann sind wir da rumgejumpt. Alle rumgejumpt im Kreis, Bruder. Es war wie ein Haufen Wilder. Also, das war schon krass. Ist keiner an der Bar. Mach mal was. Ich wusste, welche Musik, welche Frequentierung der Beats ich aufzulegen habe, damit die Leute dann nach und nach die Tanzfläche verließen, um an die Bars zu gehen und zu trinken. Wenn ich wollte, dass Frauen sich lasziv verhalten, wusste ich, welche Musik und welchen Rhythmus ich verwende. Wenn ich wollte, dass die Jungs sich am Freitagabend bei R&B und Hip-Hop verprügeln sollten, wusste ich, welche Art von Musik ich aufzulegen habe. Wir haben ja von Alpha-Frequenzen gesprochen im ersten Teil, nicht wahr? Ja. Die Musik ist genauso in der Lage, Alpha-Frequenzen hervorzurufen. Hypnose, emotionales Denken. Frage, wenn Sie... Dave, es gibt auch gewisse Frequenzen, die einen automatisch in gute Zustände reinbringen, auch so meditative Zustände. Wisst ihr noch das Video? Wir haben uns mal ein Video reingezogen von XXX. Der war auch Sound-Engineer und der hat irgendwann angefangen, seine Musik auf einer speziellen Frequenz zu machen, um die Gehirne von den Jugendlichen und Kindern zu fördern, die sich diese Musik reinziehen. Und genauso gibt es halt auch negative Frequenzen, die was Negatives in deinem Gehirn auslösen. Ich habe auch mal davon gehört, dass diese Drill-Musik zum Beispiel auf einer Frequenz stattfindet, die extrem schädlich ist für alle Menschen, die sich das reinziehen. So. Seitdem ich das gehört habe, kann ich mir das auch nicht mehr richtig reinziehen. Das ist richtig teuflisch, Digga. Also diese Frequenz von Drill-Musik ist richtig düster. So. Und das ist auch extra so. Das ist ja auch ein Phänomen, das hat ja auch mit Drill-Musik extrem angefangen, mit diesen ganzen Stechereien und so. Leute stechen Leute ab und machen dann einen Drill-Song darüber, wie sie den abgestochen haben und so. Ist krank. Und da hat Musik, glaube ich, einen extremen Einfluss drauf, wie die Jugend sich verhält. So. Ich meine, das sieht man eigentlich fast überall. Wenn man im Bus sitzt, wenn man in der U-Bahn sitzt, wenn man im Zug sitzt, sogar im Auto oder wenn man läuft. Was sieht man bei den Menschen oftmals? Kopfhörer. Nicht wahr? Von der realen Geräuschwelt abgekattet. Ja? Das heißt, man pfeffert sich jetzt erstmal Emotionen ins Gehirn. Denn das ist das, was nämlich mit uns passiert. Wenn das stimmt, der hat recht. Wir Musik hören, was macht das mit uns? Belebt unsere Emotionen, oder? Positiv, negativ, melancholisch. Heutzutage auch noch mit diesen AirPods, Digga. Ich bin auch leider einer, der die AirPods sehr oft benutzt, weil ich die einfach extrem bequem finde. Und wenn du diese AirPods im Kopf hast, dann müssen die sich auch miteinander verbinden. Und die Verbindung findet statt genau durchs Gehirn durch. Und das ist auch keine gute Sache. Ja? Also für alle Leute, die darauf verzichten können, tut es. Absolute Stimmung hervor. Bitte. Auf Schwingungsebene ist es Sex. Resonieren wir dazu so angehalten. Ganz besonders nämlich in den Rhythmen. Ganz besonders in den Rhythmen. Sehr gut. Und oftmals ist es so, wenn man gerade die Leute beobachtet, dann sieht man, wie sie sich plötzlich in ihre Seifeblase einpacken und davon fliegen. Oh shit. Ja? Und dann auf ihre Reise gehen. Emotional. Man ruft ja Emotionen ab durch Musik. Irgendwelche Bilder, die dabei entstehen, die verpackt sind mit derselben Emotion, die ich damit abgespeichert habe. Logisch. Safe. Ist auch immer so, wenn ich alte Musik höre, dann versetzt mich das quasi in die Vergangenheit so. Dann fühle ich Dinge wieder, die ich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe, als ich diese Songs extrem viel gepumpt habe, so weißt du? Und das ist genau wieder so dieses Denken, was man hat bei der Musik und den Alpha-Frequenzen. Jetzt schauen wir uns doch mal Musik im technischen Sinne an, ja? Rein technisch gesprochen. Die eigentliche Musik, nicht das, was wir im Radio hören, bitte. Das ist nicht Musik, das sind Geräusche, die wir hören mittlerweile. Das ist nicht mehr Musik. Besteht aus Rhythmus, Melodie und Harmonie. Und diese drei Hauptelemente findet man hauptsächlich und allein in klassischen Liedern, Chorlieder, volkstümlich. Ich spreche jetzt nicht von, Achtung. Ja, das ist auch, du musst auch mal gucken, was in dir vorgeht, wenn du jetzt einen harten Drill-Song hörst oder irgendein Beethoven-Klavier, so Beethoven-technisch oder irgendwas Klassisches hörst, so. Was das für ein Riesenunterschied ist, das merke ich extrem. Wenn ich klassische Musik höre, das löst bei mir ganz andere Dinge aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel harten Rap oder Hardcore irgendwas anderes höre. Da merkst du schon so, Musik hat definitiv einen extremen Einfluss auf deine Emotionen und auf deinen Mut, den du hast. Von Musikantenstatus.
oder so. Nein, ich rede hier von volkstümlich traditionellen Liedern aus Kulturländern. Okay? Nicht Uftata. Nein, nein. Uftata it out, man. Lobpreis und Balladen findet man hauptsächlich, technisch gesprochen, Musik auf diesen drei Ebenen. Rhythmus, Melodie, Harmonie. Alright? Hi. Interessant ist, dass wenn alle drei Elemente vorhanden sind, so gut wie kaum, und wenn da nur ganz wenig, Alpha-Frequenzen im Gehirn stimuliert werden. Okay? So. Jetzt nehme ich mal die Harmonie heraus. Und das, was man, und das ist mir, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, hat man die Harmonie ersetzt. Jetzt muss man ja wissen, was ist die Harmonie in der Musik? Rhythmus ist klar, ist die Geschwindigkeit, nicht wahr? Die Geschwindigkeit kann ich takten, ja, ich kann Zwischenrhythmen einbauen. Und die Melodie ist im Prinzip das, was man hört, also die Tonfolge, ja, das gesungen wird. Was ist dann die Harmonie? Technisch gesehen ist Harmonie nichts anderes, der Akkord, auf dem alles... Jetzt wird es technisch hier, meine lieben Freunde, ja? Okay. Jetzt, wenn man sich heutzutage Musik anhört, wenn man nur das Radio einschaltet, und ich kann nur aus Erfahrung sagen, 6 Jahre lang Erfahrung, 5 Nächte die Woche aufgelegt, kommt ein bisschen viel Erfahrung zusammen. Von 70er Jahre Musik bis Techno, R&B, Hip-Hop, alles aufgelegt. 80er, 90er. Was jetzt im Nachhinein mir auffällt, ist, dass die Harmonie ersetzt wurde durch Geräusche. Synthesizer-Effekte. Es gibt keine Harmonie mehr in der Musik. Die gibt es nicht. Fragen Sie irgendeinen Musikstudenten, wenn es um Harmonie geht und sie säkulare Musik anhören, finden sie Harmonie? No-go. Die gibt es nicht. Sie wird ersetzt durch elektronische Geräusche. Harmonie ist aber, man kann ja auch Harmonie singen, Digga, oder? Fiepen, wiepen oder wie das auch immer heißt. Es gibt nicht mal eine Bezeichnung dafür. Sie nennen es Harmonie, aber es ist keine Harmonie mehr, weil die Harmonie, also die Akkorde. Weiß nicht, ob das so stimmt. Stimmt das so, mein lieben Freund? Ich bin jetzt technisch, musiktechnisch nicht so bewandert, jetzt so im technischen Sinne. Aber gibt doch noch Harmonies, oder? Hier und da. Akkorde mit dem Rhythmus des Basses gelegt wird. Und anstatt dieser Harmonie wird ersetzt durch elektronische Geräusche. Ja, okay, es wird jetzt elektronisch alles gemacht. Ja, früher war es noch mehr organisch. Das meint er damit, ne? Die eigentliche Harmonie ist aber weg. Und das Interessante ist, dass allein dadurch hauptsächlich in Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, Techno, R&B, Hip-Hop, Dance, House, Ethno, Reggae und weiter genau diese Art von Technik hört. Das Krasse an der Sache ist nur, dass genau Rhythmus und Melodie hauptsächlich zu Alpha-Frequenzen führt. Sprich, Hypnose. Ich glaube, es geht gleich weiter. Ich finde den Part jetzt auch gerade nicht so spannend. Unterbewusst. Deswegen ist auch so, wenn man Musik hört, meistens immer der emotionale Anspruch da, nicht das Logische. Das ist das Gleiche wie mit dem Fernsehen. Wenn man jetzt aber mal zurückschaut, woher der Ursprung von Pop, Rock, Soul, Funk und Jazz ist, kann mir jemand sagen, woher der Ursprung eigentlich von dieser heutigen Musik, die wir hören, kommt? Klar, wenn jetzt viele sagen New Orleans und so weiter, ist zwar halbwegs richtig. Voodoo, Haiti. Tschüss, Digga, was macht der denn jetzt für ein... Okay, das ist ein bisschen wild, mein lieben Freund, ja? Er sagt, die heutige Musik kommt aus Voodoo, oder was? Ist aus Voodoo entstanden? Gründer von Jazz, ach, die Scheiße. Soul, Funk, Blues etc. kamen alle aus einer Familie im Ursprung aus Haiti. Jetzt, was ist dort die Staatsreligion? Voodoo. Jetzt, welche Musik wird denn bei Voodoo... Ja, okay, Bruder, ja, aber... Sag dir, der Typ ist... Der Typ ist crazy. Rhythmus und Melodie. Und jetzt machen Sie mal selber die Probe aufs Exempel. Wer weiß, Digga, keine Ahnung. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Hat er recht? Prüfen. Hat er recht, ja? Bitte. Nicht das, was ich sage. Prüfen Sie es selbst. Nehmen Sie irgendeinen YouTube-Clip von irgendeinem bekannten Lied, das jetzt gerade in den Top 10 ist.
und schalten Sie mal irgendein Voodoo-Kult nebenher auf, nur vom Rhythmus her und von den Melodien. Und lassen Sie die mal parallel laufen. Glauben Sie, wir werden Unterschiede finden? No. Es klingt fast genauso. Nur, dass der Voodoo-Kult ein bisschen anders aufgebaut wird, optisch. Und das verwirrt ein bisschen. Machen Sie die Augen zu und hören Sie es nochmal. Aus diesem Ganzen entwickelte sich ja erst die ganze Musik, die wir heute hören, wie Reggae. Der hat mies recherchiert, Digi. Oder wie R&B oder Hip-Hop oder wie. Ich kann da jetzt auch nicht so gut argumentieren, weil ich halt auch nicht so richtig technisch in dem Thema drin bin. Aber es hat sich für mich jetzt am Anfang erstmal ein bisschen wild angehört. So. Es kommt doch nicht jede Musik, die wir heutzutage hören, aus Haiti, Digga. Aus Voodoo. So. Das kann, nicht jeder, der was mit Musik zu tun hatte, hat seine Ursprünge in Haiti. So, weißt du, vielleicht der ein oder andere, ja. Aber in Amerika auch. Aber es kam ja auch viele aus Afrika, viele von da und von hier. Weißt du, wie ich meine? Heißt, das kommt ursprünglich eigentlich daraus. Aus einem Hexen... Der hat ein bisschen zu mies recherchiert vielleicht. Du Kult, das speziell darauf gedrillt war, durch Rhythmus und Melodie in Trance zu geraten. Hallo? Da wären wir wieder genau da, wo wir... Vielleicht gibt es die ein oder andere Parallele, so, aber das so als Fakt hinzustellen und dass jede neue Musikrichtung darauf basiert, ist ein bisschen... Das ist dann so, da muss man dann auch echt aufpassen. Und das ist auch das, was ich bei so Leuten manchmal dann auch nicht fühle, ist, dass die eine Sache irgendwo hören und dann sagen, alles ist so. Das ist jetzt so. So. Weil die das dann in dem Moment so glauben, aber man muss ein bisschen differenzierter an die Sache rangehen, denke ich. Jetzt muss man schauen, dass in der Musikindustrie etwas vor unseren Augen durchgeführt wird, nämlich okkulte Rituale. Ja. Und das meiste davon wissen die Menschen nicht mal, was hier eigentlich vor sich geht. Wenn man sich allein die MTV Music Awards anschaut und nur das mal analysiert, da wird von Millionen von Zuschauern okkulte Rituale vorgeführt. Ja, also da würde ich ihm teilweise definitiv recht geben. So. Wenn du guckst, so Lil Nas X mit dem Devil Worshipping und sich vom Teufel anal penetrieren zu lassen, bildlich auf einer Bühne. So, das sind auf jeden Fall definitiv irgendwelche Rituale, Dicker. Da passieren ganz weirde Sachen teilweise bei den Künstlern auf den Bühnen. Absolut hochokkulte Rituale. Wir werden sie uns nachher noch anschauen. Die Prämisse heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Haben wir schon mal gehört, nicht wahr? The Flaming Torch of Lucifer in dem Columbia-Logo von dieser Filmindustrie. E.A. White war eines der Gründer der sogenannten Musikszene in den 20er Jahren. Übrigens wurde ja auch erst gesellschaftlich Musik etabliert als ein, sage ich mal, wirtschaftliches Pendant zum Film. Ja? Und dieser E.A. White war sozusagen der Oberguru A.E. White, bro. Von den damaligen bekannten Musikern, die ersten Guru den Man. Hatten. Haben drucken lassen und vervielfältigt haben. Und dieser E.A. White war nicht irgendjemand, es war eines der, ich glaube, er war sogar 32 Grad Freimaurer. Er sagte, übrigens, er gründete die Hermetic Order of the Golden Dawn, zu der kommen wir noch zu sprechen. Aber er sagte, Hermetic Order, jetzt Achtung, jetzt wieder rhetorisch mitdenken, zwischen den Zeilen lesen. Achtung, meine lieben Freunde, rhetorisch mitdenken, zwischen den Zeilen lesen. Ist geil. Ja? Hier haben wir. Der dramatisiert halt extrem so, ne? Der hat gute Punkte teilweise, sag ich dir so, wie es ist. Manchmal ist es ein bisschen so verallgemeinert und manchmal auch ein bisschen zu krass dramatisiert so. Liegt wahrscheinlich auch, weil er da ein bisschen ältere Leute im Publikum hat und so und da ein bisschen diesen Film auch schieben muss. Aber der hat teilweise gute Punkte. Mal gucken, wir gucken ein bisschen weiter noch, oder Freunde, was sagt ihr? Sollen wir mit Peter drinbleiben? Eins, Peter Head Out, zwei. Unter der breiten Strömung menschlicher Geschichte fließen die unsichtbaren Unterströmungen der Geheimgesellschaften, die regelmäßig in der Tiefe die Veränderungen bestimmen, die dann an der Oberfläche sichtbar werden. Ich versuche das jetzt mal runterzubrechen. Das hat er in den 20ern gesagt, oder was, dieser A.E. White? Diese Gesellschaft, wenn man jetzt einen Acker hat, verstreut Samen, okay, die in den Boden fallen und unsichtbar unter der Erde einen Keim bilden. Und so wie sie es hegen und pflegen.
Sam it in, man, Alter, gib mir die Kaimi-Vibes, bro. Wird das Resultat dann später an der Oberfläche sichtbar. Das, was ihr seht, das werdet ihr ernten. Wer Sturm seht, wird Wind ernten. Nee, wer Wind seht, wird Sturm ernten. Haut's? Okay. Das ist übrigens das Buch, wo man es auch drin lesen kann. Das ist die Enzyklopädie von den Freimaurern. Da steht es auch drin. Also offiziell. Ja. Jetzt hat, übrigens, nur mal, das ist jetzt eine kleine Exkursion. Das ist nicht einmal wirklich das volle Bild, wie das System eigentlich funktioniert. Oh shit, jetzt kommen wir richtig rein, meine lieben Freunde. Habt ihr schön ein, zwei Lagen Alufolie um den Kopf gewickelt, Freunde? Wir gehen jetzt richtig rein. Das ist jetzt wirklich nur Oberfläche angekratzt. Nur mal zum Verständnis. Jedes dieser einzelnen Bereiche, Bankwesen, Geschäftswesen, Militär und so weiter, ist praktisch in diesem System vorhanden. Unter anderem eben auch Musik. Jetzt, das ist die Wissensmenge und so weiter. Ey, dass Musik genutzt wird, um auch die Gesellschaft in eine gewisse Richtung zu drängen, zu drücken, das ist auf jeden Fall Facts für mich. Gerade wenn du guckst, so, was auch die Musiker, die von den großen Labels extrem gepusht werden, was die so für eine Message haben, weißt du, meistens geht es um sexuelle Sachen, also auch gute Mädchen zum Beispiel, die anständig in die Szene reingekommen sind, werden ganz schnell zu irgendwelchen Hoes gemacht, irgendwelchen Boss-Bitches und haben kaum noch Klamotten an und so und passieren auch ganz weirde Sachen und auch viel mit Drogen und diese ganze Scheiße, Drogen, Waffen, Kriminalität, Leute mit Message werden eher von den großen Labels bekämpft oder nicht gesigned, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt schon so eine Sache, wo ich überzeugt davon bin, dass es auch teilweise genutzt dafür wird, um die Jugend einfach unten zu halten, weißt du? Einfach negativ zu prägen so, damit wir keine wache, bewusste Gesellschaft haben. Ich bin, desto weniger weiß ich, was über mir ist, ja? Hier sind die Geheimgesellschaften und oben ist die sogenannte unbekannte Führung. Zwischen diesen beiden brauche ich jetzt Handlanger, meine Puppen, die ich tanzen lasse für mich. In dem Fall, um viel Gewinn einzuheimsen. Ja? Dieses Heer von Handlangern werden wir uns noch genauer anschauen. Aber diese Geheimgesellschaft, die zwischen dem System und der Bevölkerung arbeitet, muss ja auch irgendwie vorbereitet werden. Sie müssen ja irgendwie sich, sag ich mal, dafür aufopfern. Bis an einem Zeitpunkt dieser Mann, schon mal gehört, Aleister Crowley? Das ist doch, ist das nicht der Peach, der die satanische Kirche gegründet hat? Haben schon mal gehört? Okay. Aleister Crowley übernahm die Golden Dawn Loge. Das ist Aleister Crowley. Übrigens kommt aus einer christlichen Familie. Hat sich dann mit Okkultismus beschäftigt. So sah er vorher aus, danach sah er so aus. Mit Hexerei und Satanismus beschäftigt. Und er war dann nicht nur irgendjemand, er war ein sehr angesehener. Das ist crazy, Mann. Da habe ich mal auch ein Video gesehen. Das ist ja so krank, dass die amerikanische Regierung überhaupt sowas anerkennt als Religion. Die haben das ja offiziell als Religion anerkannt und haben den dann im Fernsehen eingeladen und dann konnte der sein Wissen im Fernsehen verbreiten, Bro. Der hat doch auch sein eines Auge verletzt, oder? Damit er dieses Teufelsauge hat, oder nicht? Szene. Und man hatte ihn gewählt, um The Golden Dawn, diese Musikloge, in dieser Industrieloge, sozusagen der Oberguru zu sein. So, das sind jetzt so die Symbole von dieser Freimaurerloge, der Order of the Golden Dawn. Ja, also man sieht auch hier wieder Freimaurersymbole, der Mond und die Sonne, schwarz und weiß, androgene Symbole. Hier haben wir auch. Man muss auch ein bisschen differenzieren, ne? Freimaurerei ist ja auch nichts mehr was Geheimes. Ich kann mich erinnern, dass wenn du von Freimaurern damals geredet hast, dann warst du ein heftiger Verschwörungstheoretiker. Heutzutage operieren die ja auch wirklich ja, so vor allen Augen. Ne? Freimaurer zu sein heutzutage bedeutet, glaube ich, gar nichts mehr. Ich glaube, die interessanten und wirklich mächtigen Organisationen, von denen haben wir noch nichts gehört. Die Namen kennen wir auch nicht, weil die sind wirklich geheim. Weil Freimaurer hat ja nichts mehr mit geheimen Organisationen zu tun. Das ist ja, Bro, jeder kann Freimaurer werden mäßig, oder? Dieses mesopotamische Symbol, was wir vorhin gesehen haben, also aus dem Okkulten, im Ursprung, zusammengesetzt. Das ist er übrigens in seinem 33 Grad Freimaurer, er war Schreiner, er war einer der größten, also ranghoher Freimaurer, Schreiner, 33 Grad.
Und das war sozusagen sein Siegelwappen, das er so hat zeichnen lassen. Ja, hier ist übrigens auch das Auge wieder zu sehen. Und er schrieb für diese Loge ein Buch des Gesetzes, The Book of the Law. Das heißt, man muss jetzt dazu sagen, jeder, der in diese Loge eintritt... Digga, der macht doch... da kommt doch auch noch irgendwas... Kommen da nicht auch diese Themen hier so Jay-Z, Mazy und so? Der geht auch noch... Gar nicht, finde ich nicht so interessant. Als Künstler unterstellt sich diesem Gesetz. Es unterstellt sich nicht nur diesem Gesetz, sondern es muss es auch verkörpern. Und in diesem Buch gibt es nur ein einziges Gesetz. Das heißt... Do what thou wilt shall be your own law. Das heißt, tu, was du willst. Das soll dein einziges Gesetz sein. Du kannst tun und machen, was du willst. Das ist dein Gesetz. Das ist Devil Shit, Bro. Sag ich dir so, wie es ist. Keine Ethik, keine Moral mehr. Mach, was du willst. Jetzt muss man aber auch wissen, dass Aleister Crowley den Kabbalismus eingeführt hat in diese Szene, in diese Loge. Jetzt, was ist Kabbalismus? Lassen wir doch mal eine Koryphäe sprechen, die absolut eigentlich die beste Ahnung hat von Kabbalismus. Und das ist Dr. Michael Kabbale habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Was war das nochmal? Und jetzt hören wir einfach mal, was dieser Mann zu sagen hat. Es wird auf Deutsch nochmal angezeigt, ja? Ich hoffe, man wird es lesen können. Mit Ausnahme der Kabbala sind alle Systeme darauf ausgerichtet, uns zu unterdrücken. Das stimmt nicht. Ich war ein Jahr lang bei einer buddhistischen Nonne in Tibet. Ja, dann haben sie in einem geschlossenen Raum gesessen. Haben sie etwas mit ihrem Körper gemacht? Nein, ich habe meditiert. Das macht man in dem Kabbala auch. Das stimmt nicht, sagt er. Es gibt keine Meditation in der Kabbala? Er sagt, nein, es ist ein absolut gegensätzliches System. Egal wie man es auch ausdrückt, aber alle Systeme und die des Ostens ganz besonders basiert darauf, den Wunsch zu bekommen, zu zerstören. Das Ego zu zerstören. Ja, das Ego. Die Kabbala lehrt, dass man das Ego steigern soll. Ah, krass, okay. Sicher, das Ego vergrößern. Kabbala ist das Wissen darum, wie man bekommt, wie man erfüllt wird, wie man die Realität begreift. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust agieren und zügellos und lustvoll leben. Ja, das ist halt das Gegenteil von Spiritualität quasi, ne? Das ist das Gegenteil vom Göttlichen quasi. Das ist Ego-getriebene, Fleisch-getriebene, Materialismus-getriebene. Das ist die Philosophie. Und man muss damit weiterleben und darf nichts unterdrücken. Im Gegenteil. Die Kabbala ist nicht jüdisch. Nee, das sagt, das ist doch, Bro, das ist ja hier ein Jude, der redet. Der sagt ja, das ist das Gegenteil von diesen ganzen Sachen. Man muss es entwickeln. Verstanden, was es bedeutet? Das ist übrigens das Thelma, Wille, Willenskraft. Wir hatten es ja schon mal davon, nicht wahr? Das ist übrigens das Symbol dazu. Wir hatten es bei der Loge der Golden Dawn gesehen. Man muss grausam sein und mit eiserner Faust regieren. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tu, was du willst, soll dein ganzes Gesetz sein. Zügellos und lustvoll leben. Man soll es nicht unterdrücken. Tu, was du willst, soll dein ganzes... Sondern man soll... Übrigens, JC hat ein Klamottenlabel rausgebracht, das genau das... Do what thou wilt. Nein. Okay, das ist krass, Digga. Guck mal, Bro. Repräsentiert. Übrigens ist er einer der mit, glaub 30 Grad Freimaurer. Jay-Z. Jay-Z hat einfach eine Klamottenmarke rausgebracht mit dem Spruch, oder was, Digga? Das ist schon mit... was? Und stimmt das so? Diese Philosophie mit in seine Kollektion übertragen. Also man weiß jetzt, wofür dieser Mann steht, zumindest mal, allein aus dieser Sicht. Jetzt heißt es praktisch, ich muss mein Ego pushen, um das Ego des anderen zu zerstören. Das heißt, ich muss immer über den anderen sein. Ja, das ist ja auch das, was auch mostly in der Musikindustrie stattfindet, leider so, ne? Das ist für mich auch nicht göttlich so. Wenn man alles dafür tut, damit man seine Position hält und andere schwächt, so. Da an diese Grenzen bin ich auch schon oft gestoßen und das ist auch meiner Meinung nach ist nicht positiv. Das ist einfach nur, entweder du hast Angst davor, deine Position zu verlieren
Oder du bist halt wirklich böswillig und machst alles dafür, damit keiner auf dein Level kommt und versuchst, alle klein zu halten. Ich hasse das, Digga. Ich mag das gar nicht. Das wäre doch viel geiler, wenn wir in einer Welt leben würden, wo wir nicht so krass auf unserem Ego rumtrippen würden, sondern jeder jedem versucht zu helfen und jeder jedem versucht zu unterstützen und jeder jeden irgendwie eine Hand reicht und sagt, ich helfe dir dabei, deinen Traum zu leben. Wir können zusammen, wir können alle groß werden, wir können alle unseren Traum leben, so. Weißt du? Das war immer die Philosophie, mit der ich durchs Leben gegangen bin. Und dann bin ich aufs Gegenteil getroffen. Und das soll ich tun ohne Gesetz. Es gibt kein Gesetz, das mich aufhält. Ich kann tun und lassen, was ich will, wie ich es will. Das ist, bitte, die Philosophie dieser Musikindustrie, dieser Musikloge im Speziellen, gegründet dann auf Aleister Crowley, der das Ganze so manifestiert hat, dass er, und wie er es auch selber sagt, in Kontakt mit Außerirdischen, sagt er, tritt, der ihnen genau gezeigt hat, wie er es praktisch weitergeben soll an die Handlanger, an die Puppen, die dann vor dem Fernseher herumspringen und singen. Außerirdische Lin-Man, Alter. Spätestens ab dieser Zeit, nämlich der Flower Power Generation, greifte genau diese Philosophie. Und ist es nicht interessant, dass genau zu dieser Zeit dieser Umbruch kam? Schauen Sie doch mal zurück, was geschah in der Gesellschaft, als die Flower Power Bewegung kam. Was geschah denn? Die 68er-Bewegung. Dankeschön. Und was geschah? Was stand hinter der Philosophie der 68er Bewegung? Ego? Mm-mm. Freedom. Zusammenhalt. Anti-War. Anti-Establishment. Ja, das auch. Aber welche gesellschaftliche Philosophie sollte verbreitet werden? Tu, was du willst. Zügellos. Und dann kam die Flower Power Bewegung mit der ganzen neuen Art der Musikstream, die dann kam. Und dann waren Millionen und Abermillionen. Natürlich benutzte man jetzt den Krieg, um das Ganze noch, verstehen Sie, moralisch zu unterstützen. Und dran. Das war nur eine Scheinbewegung. Ah, echt, Digga? Weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich anderer Meinung, ja. Sag ich dir so, wie es ist, Digga. Weil die damals auch, die waren ja voll auf ihrem Bob Marley, Freedom, Dicker, alle zusammen, Peace-Zeichen, dies, das, bla bla bla, wir unterstützen den Krieg nicht. Das war ja Anti-Establishment, Bro. Weißt du, wie ich meine? Die haben teilweise LSD genommen und so, was ich jetzt auch nicht geil finde, so, ne? Natürlich sind die auch hier und da sexuell ein bisschen verwahrlost und haben ein bisschen übertrieben, so. Aber das war ja schon anti dem, was die Regierung und das System wollte, Digga. Weißt du, wie ich meine? Die ganze Gegenbewegung in Amerika. Was eher wichtig war, die Gesellschaft zu formen, das war wichtiger. Und das geschah seit dieser Bewegung. David Bowie kennt man, oder? Zu meiner Zeit einer der großen Musikidole. Der sieht ein bisschen zu viel, der Jutzte. Absolut. Was ich nicht von ihm gesammelt hatte, meine Güte. Was ich dafür Geld ausgegeben habe. Er besingt in dem Lied Station to Station 1976 den Kabbalismus von Keter to Malkut. Und jetzt achten Sie bitte ganz genau auf seine Handbewegung, wenn er das singt. Bitte mal kurz auf das Video drücken. Das hat man im ersten Teil aber auch an der einen oder anderen Stelle schon. Ich bin halt so ein Typ, Digga, sag ich dir ehrlich, ich vermute nicht hinter allem irgendwas, weil ich glaube, wenn du wirklich in jeder Handbewegung, in jedem Foto überall irgendein Teufelsshit vermutest oder das ist das jetzt hier da, dann wirst du auch verrückt, Digga, und dann drehst du durch und ich glaube, das kann dich auch dazu treiben, dass du Dinge siehst, wo gar keine Dinge sind, so. Deswegen, ich bin auch ein sehr skeptischer Typ, wisst ihr ja, ne? Ich hinterfrag auch sehr viele Dinge kritisch, so. Aber ich versuche auch immer, mich zu reflektieren und ich versuche immer noch normal zu bleiben und zu sagen so, okay, ist da jetzt gerade wirklich was? Man muss nicht hinter allem irgendwas vermuten, weißt du, wie ich meine? Und ich finde das bei ihm teilweise ein bisschen zu extrem. Ich finde, er ist ein bisschen zu tief drin teilweise. Weißt du, was ist meine persönliche Ansicht? So, er singt es jetzt. Er geht mit der Hand nach oben. One Magical Way from Keter to Malkut. Und während er das jetzt so singt, jetzt nochmal auf die Hand achten. Was er macht, während er singt und oben anfängt, Keter und jetzt Malkut, das heißt den Weg des Kabbalismus geht, macht er dann diesen hier. Er geht mit der Hand so nach oben und beginnt jetzt seine Reise des Kabbalismus mit wem? Moment. Don't ever play yourself. Der Bruder ist hart unterwegs, Digga, ich schätze.
wir wissen, was das Symbol bedeutet, oder? Ja, teilweise, Digga. So, ja. So ist was anderes zum Beispiel. Aber I know what you mean, bro. Das ist die Anbetung Satans. Im Ursprung. In der Bedeutung des Ursprungs Anbetung Satans. Nur mal so nebenbei. Er selbst sagt, kann man kurz die Maus, danke. Er sagt, I'm closer to the golden dawn immersed in Crowley's uniform of imagery. Ich bin näher. Ah, krass, der hat sogar Crowley. An der okay. Golden Dawn eingetaucht, also in die Philosophie dieser Loge. Es ist ja leider auch so, dass viele Artists und Künstler gerade in dem Bereich halt, ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt ist und ob das eingeschleust wird, aber es gibt sehr viele Leute in dem Bereich, die mit diesen teuflischen Dingen immer wieder spielen, so. Die Symboliken machen, auf ihren Covers verewigen, hier und da irgendwas Teuflisches anbeten auf der Bühne oder da ein Symbol haben oder hier eine 666 oder da dies, das. So, das ist halt leider so, dass es auch teilweise ein Trend geworden ist, glaube ich, weißt du? Und die Leute wissen gar nicht, was sie damit worshipen und was die damit vielleicht für Türen öffnen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es von der einen oder anderen Seite gepusht wird, dass solche Dinge immer wieder überall eingeblendet werden, so, weißt du? Crowleys Uniform der Symbolik. David Bowie war im Prinzip jemand, der die Popszene völlig erneuert hat. Er war eigentlich so das Sternchen an sich, weshalb dann die ganzen Stars, als er starb, ihn huldigten. Er war das symbolträchtigste Person überhaupt in der Szene. Was er für einen Einfluss hatte auf die ganzen Künstler im Nachhinein, das war so enorm durch diese Art der Philosophie. Deswegen hat sich auch Aleister Crowley genauso gekleidet, David Bowie genauso gekleidet wie Aleister Crowley. In der gesamten philosophischen, symbolischen Ausdrucksform. UFO letzter Livestream war so komisch. UFO 361, meinst du? Und das sind die Sternchen und Stars, die heute dem Kabbalismus nachrennen. Madonna, Britney Spears. Britney Spears, Digga. Bro, Britney Spears, sag ich dir ehrlich, mit der haben die ganz komische Sachen gemacht, Digga. MK Ultra Aiden, man. Sorry, aber ist so. muss mal eingeben, ich weiß nicht ganz genau, wann wir darauf reagiert haben. Muss mal auf meinem Kanal Leon Lovelock Highlights, da habe ich die Reaction zum ersten Teil auf jeden Fall auch hochgeladen. Macht der Medien. Musst du ein bisschen scrollen, Digga, vor 2-3 Monaten irgendwie. Marilyn Manson. Ja, Bruder, okay. Übrigens hier mit seinem Freimaurer-Ring. Übrigens sehr interessant. Könnte man gar nicht vorstellen, dass so eine Gestalt. Naja, egal. Der Typ ist schon ein bisschen weird, finde ich teilweise, ja. Michael Jackson hat hier unten Aleister Crowley auf seinem Bild. Übrigens, apropos Michael Jackson. Andrew sagt, ja, er hat den Teufel gezeigt und gesagt, ihr werdet in der Hölle brennen und gelacht. Der UFO 361. Ach du Scheiße, Digga. Mann, Bruder, ich sag dir ehrlich, diese ganze Scheiße, wenn du diese Ego-Puscherei, das kann dich echt zu bösen Dingen führen, sag ich dir so, wie es ist. Dann noch Kombination mit Drogen, zu viel diese komischen Partys und so und dein Ego immer mehr aufzubauen und zu pushen. Ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe Phasen gehabt, in denen ich wirklich versucht habe, alle meine ehrlichen Gefühle und wer ich wirklich bin zu unterdrücken, weil viel Scheiße in meinem Leben passiert ist so. Und dann fängst du an, auch Dinge zu tun und Dinge zu denken und Dinge auszusprechen teilweise auch, die nichts mehr mit göttlich und gut zu tun haben, so weißt du. Man muss da echt aufpassen. Zu viel von diesem ego-belasteten Scheiß kann dich in ganz komische Richtungen treiben. Von alleine. Du musst da nicht mal einen Einfluss von außen bekommen. Darüber könnte ich jetzt auch noch eine Stunde lang reden, aber ich will jetzt nur was ankratzen. Kratze denn, Bro, Alter, was hier? WTC 7 oder was? Das ist die Auskupplung von Blood on the Dance Floor. Okay? Was hat er hier wieder gefunden, der Jutze? Jetzt schauen Sie sich mal bitte das Cover genau an. Hier haben wir die Gebäude von World Trade Center 7. Ja? Im Hintergrund sieht man den einen noch stehen. Der andere sieht man nicht, weil das nämlich in dieser Wolkendecke schon eingehüllt ist. Er ist schon zusammengebrochen. Sehen Sie das? Das weißt du doch gar nicht, ob die Wolken das... Ey, Bro, ich weiß nicht. Und schauen Sie mal, welche Uhrzeiten, also welche Zeit er ansagt. 9 und 11. Und er hat sogar den Trauerflor an. Oh, shit. Und er steht auf einem Freimaurer. Jetzt sind wir richtig da, meine lieben Freunde. Habt ihr die Aluhüte draußen? Das ist jetzt wichtig, meine lieben Freunde, ja? Da können wir nicht anders durchgehen. Boden, schwarz-weiß. Zufall? Hm.
Das war Schwarz und Weiß ist die Grundfarbe der Freimaurer. Jeder Boden im Tempel von Freimaurern ist immer schwarz-weiß. Das ist dieses Gut. Alu ist ready, ja? Okay. Böse, Yin Yang, dieses androgene Denken. Ja, dass sie vereinen, dass sie kontrollieren können. Wann das Gute losgelassen. Der eine schreibt einfach nur peinlich das Video, der andere sagt, scheiße, wie krass. Also die Meinungen gehen hier im Chat auch sehr weit auseinander, meine lieben Freunde, ja? Und ich bin die goldene Mitte. Böse losgelassen. Teilweise finde ich es krass, teilweise finde ich, der übertreibt. Das kontrollieren die. Auf jeden Fall, nur mal interessant so am Rande zu zeigen, wie, ne, schon damals über den 11. September, bevor es geschah, schon. Das geht wieder in die gleiche Richtung rein wie auch bei den Simpsons, so, weißt du, wie ich meine, wo ich auch immer sehr skeptisch bin, ob das wirklich Vorhersage war, ob das Zufall ist, keine Ahnung, Digga. Symbolisch gezeichnet wurde. Okay, meine lieben Freunde, wer vermutet, dass die 1997 bei dem Album-Release schon angekündigt haben, dass die World Trade Center zusammenbrechen und genau wussten, dass es am 9.11. stattfinden wird? So, eins in den Chat, wer daran glaubt. Zwei in den Chat, wer sagt, Digga, das kann nicht sein. Wie denn, Digga? So, echt, der Großteil ist der Meinung, dass die das damals schon prognostiziert haben quasi. Digga, da gehe ich nicht mit, sage ich dir so, wie es ist, ne? Also ich persönlich gehe da nicht mit, so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Digga. Ich habe da meine Probleme mit, das so zu glauben. Aber es ist halt schon heftig, ne? Mit diesem Bild da. Aber auf jeden Fall hat Michael Jackson es hier zum Beispiel drauf. Oder Beatles. Aleister Crowley. Hier oben ist er. Echt? Da. Ozzy Osbourne. Wo? Da. Ah, das ist Aleister Crowley, Digga. Krass. Warum? Das ist schon eklig, Bro. Bei den Beatles, Digga. Das war doch so positiv, Harmony-Vibes und so. Siehst du, manchmal, Digga, man lässt sich blenden, ne? Aleister Crowley, hier oben ist er. Der Maniac. Da. Ozzy Osbourne widmete sogar ein Lied an Mr. Crowley. Hannah Montana, Crowley Meadow Mall. The Doors auf ihrem Album 13 auf der Rückseite haben sie hier die Büste von Crowley. Digga, krass, dieser Wichser hat sich überall reingescampt, hä? Um den sie sitzen. Das ist der Led Zeppelin-Gitarrist. Bruder, ich bin die ganze Zeit zwischen, weiß ich nicht, ob ich das feiern soll oder ob ich das zu krass finden soll, ob ich ausschalten soll, weiter reagieren soll. Nee, der Typ ist krass. Also der hat es geschafft, dass ich 24 Minuten zugucke und gerade eigentlich nicht abgeneigt bin vom Video. Lead Stairway to Heaven. Übrigens, das ist das Haus, in dem Aleister Crowley gewohnt hat. Hier hat er immer seine Seancen gehabt mit diesen außerirdischen Wesen, die er auch gezeichnet hatte. Und das ist die May Queen, so hat er sie getauft. Jetzt, jeder, der das Lied kennt, Stairway to Heaven, weiß, dass dieser Begriff May Queen mal vorkommt. Aber in dem Zusammenhang von dem Text macht es überhaupt gar keinen Sinn, was er da singt. Denn in dem Text geht es ja um Erlösung, also um die Befreiung. Und das ist dann der Text, wo es dann heißt, Schneckels sagt, Aleister Crowley war kein Schlechter, er war ein hochintelligenter Mensch. Oh shit, Digga, nein, Bro. Ich hab ein Video von Aleister Crowley gesehen, der ist ein Teufelsanbeter. Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich Facts. Und was der bei diesen ganzen Musikcovern und so zu suchen hat, I don't know. Also, vielleicht kennen Sie ja die Melodie. If there's a bustle in your background, don't be alarmed now. It's just a spring ring for May Queen. Okay, so lautet dann so ungefähr. Heißt auf Deutsch in etwa, falls es raschelt in deiner Hecke, mach dir keine Sorgen, es ist nur ein Frühjahrsputz für die May-Königin. Das Problem an der Sache ist, dass dieser Kontext, von dem Gesamtkontext des Liedes überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, man sieht, also so wie sie eine Geschichte lesen, wie sie einen roten Faden haben und die Geschichte verstehen können. Man hört jetzt dieses Lied, man sieht den roten Faden und plötzlich wird das hier gesungen und merkt, wo ist der rote Faden? Und sobald das fertig gesungen war, kam der rote Faden vom Gesamtkontext der Geschichte wieder zurück. Sprich, als würde man das in Klammern singen wollen. Okay? Jetzt kommt es aber noch interessanter. Wenn man jetzt eine Schallplatte hat und man lässt jetzt die Schallplatte laufen und lässt genau jetzt diesen Part runter singen und stoppt jetzt mit dem Finger for the May Queen und stoppt mit dem Finger. Okay? Jetzt nehme ich
die Schallplatte und lass sie jetzt ab dem Moment rückwärts laufen. Oh shit. Das hat er auch schon im ersten Teil gemacht, ne? Irgendwas rückwärts laufen. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Oh, here's to my sweet Satan, the one whose little path would make me sad, whose power is Satan, he'll give those with him 666. Auf Deutsch, dies ist für meinen süßen Satan, derjenige, dessen kleiner... Das ist, wenn du es rückwärts spielst. ...mich traurig macht. Nein. ...dessen Macht Satan ist. Er wird denen, die mit ihm sind, die 666 geben. Komisch, oder? In all dem Lied hört man sowas nicht. Nur diese eine Frequenz, wo es plötzlich aus dem Kontext gerissen wird, mit dieser May Queen, hört man dann, wenn man es rückwärts laufen lässt, genau sowas. Das ist echt so, Digga, das muss man halt ausprobieren, ne? Man muss skeptisch sein, mein lieben Freund. Ja? Wir dürfen jetzt ihm hier auch nicht einfach 1:1 vertrauen, was wir eh nicht machen die ganze Zeit schon. Ob das wirklich dann so ist, das müsste man jetzt nachprüfen, wenn man mies recherchiert. Zufall? Ich glaube nicht an Zufälle. Prinzipiell nicht mehr. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist schon mal sehr interessant. Sehr interessant, wie ich finde. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr. Ist nicht interessant, Bro, das ist scheiße. Übrigens, ganz kurz. Dieses 666. Also wenn man jetzt im Internet nachforscht und irgendwie 666, dann denkt man immer gleich an Barcode oder RFID-Chip und so weiter und so fort, nicht wahr? Jetzt ganz ehrlich, wir haben... Also ich denke da an Teufel, mein Jutster. Eins gelernt, wenn wir was zu recherchieren haben, sollten wir bis wohin gehen? Bis zum Ursprung. Ja, das hat die miese Recherche kurz erklärt. What is the Ursprung? Erzähl mal. Jetzt, wo finden Sie in der Menschheitsgeschichte etwas über 666 im Ursprung? In der Bibel. Da wird es erstmal in der Menschheitsgeschichte erwähnt. Jetzt, was sagt die Bibel über das 666? Na, da bin ich gespannt. Jetzt wusste ich selber nicht. Hat das irgendwas zu tun mit Barcode? Hat das irgendwas zu tun mit... Nein. Aber interessant ist, dass es gesagt wird, alle, die mit Satan sind, er wird dafür sorgen, dass die, die mit ihm gehen, in welcher Form auch immer jetzt mal, lasse ich mal offen, dass er in der Lage ist, den Menschen dann die 666 zu geben. Was sagt denn die Bibel jetzt, Junge? Erzähl mal bitte. Nur ganz kurz. Wenn Sie hat er sogar dabei, die Bibel, sagst du? Erlauben. In Offenbarung Kapitel 13 spricht es von einem System. Jetzt zu dieser Zeit. Das dafür sorgt, dass alle Menschen diesem System wie verwundert hinterherrennen. Und dann heißt es, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat. Ja? Oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das sind schon drei Elemente. Und dann heißt es, hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, das heißt, wer drüber nachdenkt. Also 666 Satan und Ziegenbock mäßig oder was? Der berechne die Zahl eines Menschen und seine Zahl von diesen Menschen lautet 666. Frage, was hat jetzt 666 wirklich damit zu tun? Es ist die Zahl eines Menschen, der in Bezug steht zu einem System und hinter dem der Drache steht, der in der Bibel Satan genannt wird. Das Der Satan sorgt dafür, dass ein System miteinander funktioniert auf der Welt, der dafür sorgt, dass alle Menschen das 666 aufgedrückt bekommen. Ansonsten können sie weder kaufen noch verkaufen. Naja. Also ich muss sagen, in den letzten Jahren sehe ich immer mehr 666 in der Welt. Aber es bezieht sich auf eine Person, nicht auf irgendein System. Es funktioniert mit einem System, ja. Aber es bezieht sich auf eine Person. Und es heißt, wer Verständnis hat, das heißt, wer drüber nachdenkt und berechnet, der soll die Zahl 666 mit einer Person identifizieren. Nur mal so am Rande. Nur mal so am Rande, sagt er immer. Nur mal so am Rande. Der ist creepy ein bisschen, ne? Der Jutze, Digga. Wenn Sie mehr wissen wollen, gerne später. Aber jetzt... Leon, hast du nicht gesagt, dass du die Bibel gelesen hast? Nicht ganz. Schauen wir uns doch mal an. Können wir kurz auf das Video klicken? Wer hier eigentlich alles hier mitspielt? In diesem kabbalistischen System.
Kennt man all die Sternchen und Stars? Skü. Übrigens, früher hat man diese Symbolik in der R&B und Hip-Hop-Szene nicht gehabt. Man hat ja East Coast und West Coast gehabt. Hat der Richtige. Da hat man East Coast und West Coast gehabt. Heute hat man die Pyramide. So, das ist leider ein Trend geworden, sag ich dir so, wie es ist. Also ich vermute nicht hinter jeder Symbolik irgendwas. Ich sag dir, manche Leute machen das aus Trend, gerade im deutschsprachigen Raum so. International ist das schon wieder ein bisschen anders. Nur mal so am Rande. Früher hieß es wirklich East Coast und West Coast. Das Dumme war nur, damals in den 80er Jahren gar keinen Streit kam zwischen, wissen Sie eigentlich, wie weit die Ostküste von der Westküste entfernt ist in Amerika? Jetzt, was haben, jetzt mal nur logisch gedacht, was haben irgendwelche Street Gangs Rapper in New York mit irgendwelchen Street Gang Rappers in Los Angeles zu tun? Die haben gefightet, Bro. Fuck, was war, jetzt sind wir bei unserer Thematik. Mal gucken, was er jetzt hier sagt. Nichts, oder? Aber MTV suggerierte einen sogenannten Kampf der Gangs, der Musikgangs zwischen East Coast und West Coast. Deswegen gab es auch immer diese Symbole mit der Hand, das E und das East Coast. Ja, Bro, da gab es, da sind wirklich Dinge passiert. Weißt du, wie ich meine so? Das kommt ja nicht von irgendwo her. Die haben sich halt gebattelt, Bro. East Coast gegen West Coast, Hip-Hop-Shit so. Er sagt jetzt, MTV hat das einfach nur so rübergegeben, als ob da ein Beef ist, aber da ist gar kein Beef, oder was? West Coast, E und W. Das gibt's nicht mehr. Man hat sie jetzt vereint. Deswegen hat man jetzt die Pyramide in der Anbetung. Der reibt sich teilweise Sachen zusammen, die meiner Meinung nach nicht zusammen gehören. So. Ich verstehe, was er teilweise sagen will. So. Aber manchmal ist er einfach zu crazy unterwegs. Bro, du bist ein bisschen zu tief manchmal. Und wenn man mal gerade auf so R&B-Konzerte ist, dann... So R&B-Konzerte? Er ist schon ein heftiger Theoretiker, sag ich dir so, wie es ist, ne? Er ist schon mies am Recherchieren, Bro. Sieht man die Menge, diesen hier machen? Ich meine, die Kanzlerin macht es so gerne. Genau andersrum. Ja? Nur mal so. Jetzt schauen wir uns doch... Ich könnte es jetzt erklären, aber ich glaube, das ist... Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Beef zwischen East Coast und West Coast hat nichts damit zu tun, dass Leute auf einmal irgendwelche Pyramiden hochhalten, so. Weißt du? So, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, meiner Meinung nach. Null, nothing, niente, nada. So, wann die Leute angefangen haben, diese Symbole hochzuhalten und das zu worshipen, so ein bisschen diese Teufelsscheiße einzubauen, kann ich dir nicht genau sagen, aber das hat meiner Meinung nach nichts mit Beef zwischen East Coast und West Coast zu tun. An wie das System funktioniert, vor allem wie dadurch die Gesellschaft von solch alterigen Kindern erzogen wird für dieses System. Nehmen wir das Beispiel von diesem unscheinbaren Mauerblümchen. Weißt du noch, wer das ist? Aguilera, ne? Ja. Na, nee. Das ist Christina Aguilera. Man erkennt sie nicht mehr wieder, oder? Das war noch ein Mauerblümchen. Also, wenn man... Das hatte ich ja vorhin gesagt, das passiert schon leider sehr, sehr oft, dass Mädchen in die Szene, in die Industrie reinkommen, als normale junge Mädels so, die noch Anstand haben, Moral haben, Ethik, dies, das, und ganz schnell zu Bitches gemacht werden. So, das passiert halt wirklich. Als zurückschaut, wie sie begann, übrigens, sie kam ja aus Walt Disney. Falls Sie das nicht wissen, sie war eine Moderatorin bei Walt Disney. Wobei man da auch differenziert an die Sache rangehen muss und ganz klar sagen muss, dass wenn man so jung schon in so eine Szene reinkommt und da teilweise auch, weiß ich nicht, was da für Dinge passiert, aber da einfach schon so früh so einen Erfolg bekommt, wird man selber automatisch schon, also da musst du echt eine starke Persönlichkeit, eine starke Familie und einen starken Zusammenhalt haben, damit du da nicht verrückt wirst, so, weißt du. Ich glaube, viele Leute sind auch schon allein deswegen drehen die am Rad. Und wenn dann noch irgendwelche dubiose Sachen mit denen gemacht werden, wie zum Beispiel, also bei Britney Spears bin ich mir eigentlich sicher, dass die irgendeinen Scheiß mit der abgezogen haben, was die richtig kaputt gemacht hat, so. Ne? Da haben wir uns ja mal ein Video vom Flex-Doku auch reingezogen, was die da für weirde Sachen erzählt hat. Die wurde teilweise komisch programmiert und so. Also, dass da in Hollywood Dinge passieren hinter den Kulissen, da bin ich auch von überzeugt. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Zusammenspiel auch aus generell einfach so früh und so jung in die Öffentlichkeit zu kommen und so ein Fame zu haben. Das alleine macht auch schon was mit dir, weißt du? Okay. Zusammen übrigens mit Britney Spears, kann man mal hier auf das Video klicken. Spears war auch bei Disney, ja, jo. So klangen die ersten Lieder von ihr, ja? Also im Vergleich jetzt, säkular gesehen, sauber, anständig, ja? Ist interessant.
Mehr oder weniger. Ist auch zu sehen, inwiefern auch die Choreografie bei Stars aussehen. Jede Bewegung. Ja, guck mal, das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Fall von... Okay, da ist Yasuke wieder da, Digga. Britney Spears, Christina Aguilera, da ist er da, Digga. Digga, das ist jetzt zum Beispiel, da hast du jetzt gesucht und was gefunden. So. Kann sein, dass ich mal das Mikrofon so anpacke und auf einmal auch so ähnlich was mache. So. Weißt du, wie ich meine? Bleib doch cool. Das ist too much wieder. Damit machst du dich unglaubwürdig, mein Jutster. Handgriff ist choreografiert. Das ist dann die Generation, die man heranzüchtet als Vorbild. Ist jetzt ein bisschen Fremdschämen-Effekt, ich weiß. Ja, ja, das passiert halt. Das ist so. Und wenn die dann so eine richtige Bitch wird, so, dann orientieren sich die Kids halt immer noch daran. Das ist traurig. Die Sexualisierung findet da auf jeden Fall statt. Hundertprozentig. Okay. Also, man züchtet junge Generationen daran als Vorbild. Das heißt, man möchte so sein wie das Vorbild. Man möchte so angezogen sein wie das Vorbild. Man möchte so bekannt sein wie das Vorbild. Man möchte so sein wie sein Vorbild. Aber man fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Die Philosophie des Kabbalismus geht von Keter zu Malkut. Das heißt, es ist ein Prozess. Man fängt völlig unscheinbar an. Leichte Musik, gute Sprache, saubere Sprache. Ebenso, dass die Eltern eben es nicht erlauben würden, zu sagen, du darfst es nicht hören. Nein, man verpackt es so, dass man die Eltern noch so dazu hinkriegt, zu sagen, okay, das kannst du noch hören. Oder Aaron Carter. Oh, Aaron Carter, schlimmer Fall auch, ne? Der hat sich ja weggemacht selbst, ne? Der hat sich selbst umgebracht, glaube ich. Gar nicht so lange her. Ich habe noch ein Video von ihm vorher gesehen. Das war gar nicht so lange und dann auf einmal habe ich irgendwo gesehen, dass der sich umgebracht hat. Mauerblümchen-Effekt, sage ich immer. Und dann analysiert man dann nach und nach die Videos, wie sie sich entwickeln, vor allem auch die Sprache in der Handbewegung, in der Gestik, in der... Ich würde dem Bruder auf jeden Fall einen Tipp geben. Er könnte, also ich sag dir ehrlich, dieser Vortrag bis jetzt so 34 Minuten, ne, der könnte viel heftiger sein, wenn er ein bisschen cool bleiben würde. Wenn er ein bisschen auf Fakten basiert, einfach Dinge ein bisschen differenzierter ausdrücken würde und nicht zu krass das Gefühl gibt, als ob er, weißt du, was ich meine? Zu tief drin ist einfach. So, ich finde, da geht ein bisschen Glaubwürdigkeit flöten dann an der Stelle. Die Kulierung. Und dann kommt nach irgendeiner Zeit der sogenannten Mauerblümchenphase, kommt jetzt ein Monarchprogramm. Schon mal gehört? Monarchprogramm ist ein Programm, wo zur Transformation führt. Wie bei einem Schmetterling, der zuerst eine Raupe wird und dann zu einem Monarch, zu einem sich entpuppt, in einem Schmetterling. Das hier war die letzte Auskopplung in der sogenannten Mauerblümchenphase. Okay? Wo dann dieser Monarch, wo das Monarchprogramm anfängt zu greifen, das erkennt man dann folgendermaßen, das wird man dann auch bei anderen Stars sehen. Nämlich zum einen der Ziegenbockkopf und zum anderen, hier sieht man schon an der Seite, den Flügel eines Schmetterlings, immer im Hintergrund aufgetaucht. Ja, Monarchprogramm. Der Bruder ist geil, Alter. Und genau an dieser Zeit, wenn das Monarchprogramm beginnt, also aktiv zu sein, hört man plötzlich von diesem Star, das noch vorhin ein Mauerblümchen war, hört man plötzlich von Party, Alkoholexzessen, Drogenmissbrauch. So nach dem Motto, ups, was passiert jetzt mit dem Star? Bitte vergessen Sie nicht, es ist eine Erziehung von Kindern. Das stimmt aber. Das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Das passiert immer früher oder später, dass sie in diese sexuelle Bitch-Richtung reingehen. So. Eine Künstlerin ist so geblieben. Rihanna war eine ganze Zeit lang eigentlich eine super Künstlerin, die eine Message hatte und die nicht zu nuttig war und so dies, das, bla bla bla. Aber auch aus ihr wurde dann sowas gemacht, weißt du? Und das wurde mit jeder Künstlerin gemacht. Dass du noch so eine Künstler heutzutage hast, wie damals zum Beispiel Alicia Keys oder so, gibt's gar nicht mehr. So. Das wird halt alles sexualisiert und da stimme ich ihm schon zu, dass da eventuell auch ein Plan dahinter steckt, dass man Kids und Jugendliche früh sexualisiert oder in diese sexuelle Drugs-Richtung treibt. So. Und bei den Jungs sind es dann Waffen, Gangshit, Drogen und so ein Scheiß. Fängt seicht an und die Kinder machen alles nach. Die Kinder werden älter, nicht nur zu Teenager, sondern sie werden Jugendliche.
Einer sagt, ich feiere ihn irgendwie, fühle mich unterhalten. Irgendwie konnte ich bis jetzt auch noch nicht abschalten, sag ich dir so, wie es ist. Ich war schon zwei, dreimal so, dachte ich mir so, ah, weiß ich nicht, ob ich noch weitermachen soll. Also wir werden es nicht ganz reinziehen, aber bis jetzt hat er mich noch. Ah? Was wünscht sich denn ein Jugendlicher? Party, saufen, Alkohol. Ja, logisch. Klar, warum? Weil sie es vormachen. Sie hören es durch die Medien, das ist ihr Vorbild, unbewusst, und geifert ihnen nach. Ist doch klar. Aber man muss auch sagen, dass Jugendliche natürlich auch einen Drang dazu haben, ein bisschen wild zu sein. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Einfluss von den Medien ist. Das kann ich dir nicht richtig sagen, weil ich wurde auch schon extrem beeinflusst von diesen ganzen Rap-Videos, Musikvideos, Sexualisierung und diese ganzen Sachen. Pornos gucken, bla bla bla. Dass ich natürlich auch davon geprägt war und natürlich auch dann Bock habe. So. Die Frage ist halt, ob man nicht auch von alleine so ein bisschen dieses, wenn man jugendlich ist, auf jeden Fall so eine Tendenz hat, so ein bisschen wild zu sein, ein bisschen anders zu sein als die Eltern vor allen Dingen, verbotene Dinge zu tun und so, ob das nicht schon auch normal ist, weißt du, wie ich meine, oder ob das halt wirklich nur von diesem Einfluss kommt, das kann ich dir persönlich gar nicht sagen. So. Aber ich bin mir sicher, dass diese ganze Entertainment-Branche auf jeden Fall was dazu beiträgt. Also aus kleinen If you wanna be with me wird dann später zu und den hier und den und keine Ahnung was alles. Weil das vorgeht, wird vor ihren Augen. Wir hatten es ja im ersten Teil schon gesehen. Und wie oft werden denn solche Videoclips wiederholt am Tag? Einmal? Wie oft wird von den Stars berichtet? Einmal am Tag? Hallo? Hi. Naja, gut. Dann kam erstmal nichts mehr von ihr. Sie tauchte komplett ab. Und dann trat sie wieder in Erscheinung mit diesem Auftreten. Dann ging's los. Dann ging's los. Halbnackt. Das ist Feminismus, würde Shireen David jetzt sagen. Stripped. Und die Musik hat sich komplett verändert. Aggressiver, vulgärer, die Sprache. Auch die Videoclips waren teilweise wirklich obszön. Ich meine, hallo? Vorhin noch als Mauerblümchen, jetzt knappe Hosen. Ich meine, selbst Prostituierte sehen besser aus. Was haut der für Sätze manchmal raus? Der sagt, Prostituierte sehen besser aus. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Das ist selbst gewickt, Bruder. Aber das ist die Vorbildfunktion für Teenager. Prostituierte sehen besser aus. Oh Mann, ey. Was gucken wir hier, Freunde? Alter sich dann genauso weiterentwickeln, wie es ihnen säkular vorgezeigt wird. Ist doch klar. Monkey see, monkey do. Da denkt keiner mehr mit. Und ihr Äußeres hat sie komplett verändert. Brustvergrößerung, Lippenvergrößerung, was auch immer. Das, der ganze äußerliche Schein wird komplett verändert. Und dann auch noch die Videoclips dazu. Übrigens zu diesem Film. Das ist schon wild. Zu diesem Videoclip, Stripped, wird nämlich Massen. Habe ich mir auf Dauerschleife reingezogen damals. Vergewaltigung suggeriert. Ach du Scheiße. Massenvergewaltigung. Wenn man es analytisch, kritisch beobachtet und analysiert, das Video, sieht man sofort, worum es geht. Es geht um Street Gangbang. Street Gangbang? Nicht Street Fighting, sondern Street Gangbang oder was? Übrigens, jetzt wird. Der findet sogar neue Wörter, ja? Sehr interessant. Jetzt bitte, wir haben jetzt im ersten Teil ja wirklich gelernt, unser Gehirn einzuschalten, nicht wahr? Jetzt bitte analysieren Sie mit mir, das war auf dem Stripped-Album im Coverbuch drinnen. Bereit? Okay. Was sehen Sie hier? Analysieren zuerst. Tschüss. Beobachten, analysieren, wiedergeben. Ja, Digga, also teilweise auf diesen Albumcovers und so, ne, das ist auch wirklich nicht mehr, das ist auch nicht mehr schön. Sag ich dir so, wie es ist. Was sehen Sie hier? Also, warum muss man sowas tun, weißt du? Ja. Naja, das Messer zeigt halt auch das Kind, das sind Pädophile und werden unterdrückt halt, ne? Also, beziehungsweise der Fuß ist mit dem Ball. Okay. Das ist schon krass, Digga, sag ich dir ehrlich, das ist schon eklig. Nehmen wir erstmal dieses Bild. Die Puppe liegt auf dem Boden, ein Fuß ist auf ihr drauf. Heißt, du wirst unterdrückt.
Du bist so viel wert wie der Staub unter ihren Sohlen. Kabbalismus, das Ego des anderen zu. David, ja. Ey, ich finde das auch nicht geil. Also solche Sachen, warum baust du das ein in dein Albumcover so? Weißt du, das ist genauso wie Balenciaga-Scheiß, dieser Balenciaga-Skandal, wo die da kleine Kids mit irgendwelchen Teddys, mit so SM-Spielzeug und so, das ist einfach nicht nice, das ist einfach nicht cool und das ist auch bewusst so gemacht teilweise, weil da bin ich mir sicher, warum haben die dann auf einmal diese Unterlagen auf dem Tisch liegen bei dem einen Fotoshooting, wo es Unterlagen auf dem Tisch liegen von einem Fall, wo es um Pädophilie geht und so, das zeigt schon sehr viel, weißt du? Das zeigt schon sehr viel. Also, die zeigen uns teilweise Dinge, ne? Wo man sagen muss, Digga, das ist nicht schön und da kann definitiv auch eine Agenda hinten dran stecken. Zerstören, zertreten, ist doch klar. Was macht das Messer hier? Vor allem, was glauben Sie denn, was das für ein Buch ist? Das ist jetzt spannend. Es ist die Bibel. Digga, das ist krank, Bro. Und jetzt schauen Sie mal, wie gedacht wird. Aus der Bibel heraus kommt ein Messer und bedroht. Das ist schon krank, Freunde, oder? Wo zeigt denn die Laufrichtung hin? Die Spitze des Messers. Zum Kind, nicht zum... Junge, er regt mich auf. Er vermischt Dinge, die nichts damit zu tun haben. Aber wie gesagt, im Grunde hat er recht, dass da eine Agenda hintersteckt. Ja, der übertreibt halt manchmal. Der übertreibt halt einfach. Der geht manchmal in Filme rein. Der kann sich selbst nicht bremsen, weißt du? Also ich glaube, er könnte viel mehr Ernsthaftigkeit oder es könnte viel ernsthafter alles rüberkommen, wenn er, wie gesagt, ein bisschen anders an die Sache rangeht. Das Messer kommt sozusagen aus dem Buch auf die Menschheit zu. Das ist eine Gefahr, eine Bedrohung. Sehen Sie, wie das schon suggeriert wird? Gehen wir mal. Digga, der Typ labert ja maximale Kacke, ehrlich jetzt. Der dichtet da viel zu viel dazu. Ja, safe. Aber die Dinge, die er zeigt, die sind halt da. Wir können ja unsere eigene Interpretation darauf abgeben. Und dann, weißt du, wie ich meine? Wir glauben ihm ja nicht. Wir gucken uns das ja an, um das mal gesehen zu haben und unsere Meinung dazu abzugeben. Wir müssen ja ihm nicht glauben, weißt du? Er ist halt tief drin, Bro. Was soll ich dir sagen? Er ist mies, mies in der Recherche. Was sieht man denn hier? Ein Hexagramm mit schwarzen Kerzen. Hexenkult. Sieht man das hier? Ein enthäuteter Ziegenbockkopf. Das sind die Augen. Das hier, jetzt kommen wir zum Pädophilen. Das hier ist Vergewaltigung von Kindern. Pädophilie. Ja, um Angst einjagen. Guck mal, wie er in Filme reingeht teilweise, weißt du? Der sagt, das ist Pädophilie. Bro, da passiert doch gar nichts, weißt du? Es ist einfach schon scheiße. Warum benutzt man solche Symboliken und so? Aber es passiert ja nichts. Das sind keine echten Kinder, da wird mit den Kindern nichts getan und so, das ist symbolisch. So. Das muss man auch immer noch in Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Kann man den Menschenmassen kontrollieren am besten? Durch Angst! Natürlich! Wenn Sie Menschen als Angst, mit Werten von Angst kontrollieren, dann haben Sie gehörige Menschen. Ich glaube, das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir rausgehen aus dem Laden, oder? Ich meine, ey, wir könnten uns eventuell bald noch mal ein bisschen mehr reinziehen. Die über Ihnen stehen. Wir warten noch mal, bis das Bild hier vorbei ist und dann reicht es auch für heute. Mit ihm auf jeden Fall. Kabbalismus, bitte. Was ist denn dieses, Ihrer Meinung nach, dieses zweite Messer auf dem anderen Schriftstück dort? Das auf den Kopf zu... Das hier? Ja. Naja, also als ich das jetzt so gesehen hatte, das war ja die schwarze Kerze, nicht wahr? Das eben hier mit diesem Hexenkult zu tun hat, weil eigentlich benutzt man für Hexenanbetung schwarze Kerzen. Jetzt dahinter verbirgt sich ein geschlossenes Buch, was auch ein Messer drauf hat. Für mich ist das letzten Endes nur der Anschein und es zählt ja auch auf das Kind. Ja? Also es, für mich hat es zwei Bedeutungen letzten Endes. für ihn hat alles immer irgendeine Bedeutung und das hat sogar zwei für ihn. Sorry, Digga, ich finde das scheiße, dass ich das so lächerlich machen muss teilweise oder mache, weil ja eigentlich das Kernthema schon ein wichtiges Thema ist, aber er macht es halt... Er versaut es teilweise leider ein bisschen. Hat es direkt was mit dem Okkultismus selbst zu tun, was ich allerdings nicht glaube, weil die unterstützen ja Okkultismus. Das heißt, es dürfte keine Gefahr sein. Es muss ja eher positiv herüber verpackt werden. Das muss noch irgendein besonderes Buch sein, das ebenso eine Gefahr darstellt für Kinder. Und zwar, Achtung, jetzt mal nur im Vergleich. Jetzt nehmen wir doch mal hier dieses Buch, die Bibel. Ja. Jetzt was... Beinhaltet die Bibel aus moralischer Sicht anständige Dinge oder völlig verruchte Dinge? Anständige Dinge. Heißt aber...
Teils, teils, Digga. Altes Testament ist schon auch sehr verrucht, ne? Muss ich ganz klar hier kurz eingreifen. Hab mir das Alte Testament fast komplett durchgelesen. Da passieren teilweise Sachen, die sind nicht geil, Bro. Also da passieren auch schon Sachen, wo du so jetzt sagen würdest, das ist Haram. Deswegen teils, teils. Im Zusammenhang, dass diese Anständigkeit, Moral, eine Gefahr darstellt. Nicht zu sein, moralisch anständig. Und deswegen glaube ich, dass dieses Buch genauso was damit zu tun haben muss. In diesem Zusammenhang. Denn der Grundsatz gilt, tu, was du willst und zerstöre das Ego des anderen. Da wird nicht von Moral gesprochen. Frage, gehen Sie mal heute raus und reden Sie mal mit Jugendlichen über Moral. Machen Sie das mal. Mach das mal heute, mein Jutze, das Video ist schon alt, ne? Und seien Sie mal über... Also, dass die Jugendlichen demoralisiert werden, sexualisiert werden und so, das ist auf jeden Fall Fact, so. Da kann man nicht widersprechen. Was verantworten Sie bekommen auf die Frage von Moral, was überhaupt Moral ist. Die meisten Jugendlichen haben überhaupt keine Ahnung, was Moral ist. Machen Sie das mal. Sie werden erstaunt sein, was Jugendliche heutzutage noch von Moral überhaupt wissen. Ja, das, da gebe ich ihm recht. So sieht. Okay, meine lieben Freunde. Wie alt ist das Video, hat einer gefragt. 6 Jahre. Ich würde sagen, bis hierhin reicht das erstmal, oder? Ich habe mich jetzt genug mit den Themen auseinandergesetzt. Ist schon ein cooles Video auf jeden Fall. Also es werden Dinge angesprochen, sagen wir mal, die auch wichtig sind anzusprechen. Wir können ja gucken, ob wir eventuell noch weiterhin auf das Ding reagieren. Jetzt haben wir uns mal 42 Minuten reingezogen. Können ja in den nächsten Streams eventuell nochmal weiterschauen, wenn ihr Bock darauf habt. Bis hierhin war es das erstmal an der Stelle. Ich küsse euer Herz, auch YouTube. Ich werde es auf jeden Fall hochladen. Schreibt eure Gedanken zu den Themen definitiv unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Reaction-Video. Ich liebe euch alle. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Tschüss. Schweißy Vibes, Bro. Schweißy.